bei den Einsatzleiter, Tobi. Der Führungsbeleiter ruft den Einsatzleiter. Einsatzleiter ruft. Helmut, die Presse ist fordert und bitte um ein Pressegespräch oder Erstinformationen. Die Frage ist schon möglich, bevor man das mal Informationen oder Rede gibt. Entweder du oder KWM. Ich glaube, das ist kurz ab. Du kennst das Uwe einmal. Du unterhältst dich ja mit ihm hier. Nee, so, das ist gut so. Weil dann hat er nämlich einen Fixpunkt, mit dem er schwätzt. Okay, ich schwätze mit dir. Ja? Bleib ruhig da stehen, das ist spitze. Jetzt, also. Okay, bitte eine kurze Vorstellung. Genau, einmal Name und Funktion bitte. Ja, mein Name ist Uwe Ziegler, ich bin Kommandant der Feuerwehr Blaubeuren. Hier heute Morgen sind wir gerufen worden zu einem B3 nach Gerhausen in die Weihergasse. Beim Eintreffen stand das Haus in Vollbrand. Mehrere Personen waren außerhalb vom Haus, es waren noch Personen im Haus. Wir haben dann sofort die ersten Löschmaßnahmen eingeleitet. Momentan ist so, es sind sämtliche Abteilungen der Feuerwehr Blaubeuren im Einsatz. Es sind insgesamt 80 Feuerwehrleute. Das Feuer ist soweit gelöscht. Wir haben aus dem Haus zwei Personen tot geborgen, drei Personen gerettet. Es wird momentan noch eine Person vermisst. Das ist jetzt hier mitten in der Altstadt von Blaubeuren, Gerhausen. Und man kennt sich. Wie ist das für die Einsatzkräfte jetzt hier? Ja gut, die Einsatzkräfte, die kennen sich hier aus. Das ist natürlich der Vorteil. Es ist sehr beengt hier, wie man sieht. Ja. Aber dennoch ist soweit alles trotz der beengten Lage eigentlich ganz gut abgelaufen. Die Belastung für die Einsatzkräfte, weil man ja doch die Nachbarschaft hier kennt, ist ja auch gegeben. Ja, wir haben momentan zwei oder in der Zwischenzeit drei Notfallseelsorger da die Personen, die Einsatzkräfte, die vor allem als Angriffsturm im Gebäude waren, werden momentan psychologisch betreut. Super.